Charakter eines emotionsgeladenen Prozesses. Schließlich wird der Notarzt gerufen, weil sich die Mutter aus dem Fenster stürzen will. Am Morgen, als die Kameras noch im Gerichtssaal sein durften, sieht man den 24-jährigen Ahmad Obeidi mit seinen Verteidigern. Es ist knapp 10 Monate her, dass er seine 16-jährige Schwester Morsal auf diesen dunklen Parkplatz lockte und mit 23 Messerstichen tötete, weil sie wie ein deutsches Mädchen leben wollte, nicht wie ein afghanisches. Heute in der ersten Reihe sitzen die Eltern, die Geschwister. Sie halten zu Ahmad. Auch sie hatten die 16-Jährige häufig bedroht. Dann fällt das Urteil lebenslänglich wegen Mord. Schon im Saal beginnt der aggressive Protest der Familie. Eine Blinde, eine laute Wut, die sich bis auf die Straße fortsetzt. Scheiß Deutschland, rufen sie. Kinderficker kriegen Bewährung, Ahmad lebenslang. Alles Nazis, so ihre Worte. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Dieser Ausbruch der Familie, also ich fürchte, dass das Verfahren noch nicht zu Ende ist. Was in dieser Familie sich abspielen wird, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Doch so sehr sich die Familie wegen ihres eigenen Kulturbegriffs ungerecht behandelt fühlt, andere Deutsche mit Migrationshintergrund finden das harte Urteil angemessen. Das, was er getan hat, ist einfach nicht in Ordnung. Kein Bruder hat das Recht, jetzt irgendjemand umzubringen, ein Leben zu beurteilen, finde ich. Das ist gerecht. Also in seinem Land wird er sogar aufgehängt dafür. Denkst du, dass dieses Urteil eine abschreckende Wirkung haben könnte? Glaube ich nicht. Es wird immer noch Leute geben, die einen Ehrenmord machen werden. Doch, ganz im Interesse auch dieser Mahnwache, das heutige Urteil stellt klar, dass ein Mord, auch wenn er als Ehrenmord verklärt wird, in Deutschland hart bestraft wird. Die Mordmerkmale der Heimtücke, Stichwort nur das hinter dem Rücken verborgen gehaltene Messer und auch der niedrigen Beweggründe, nämlich die Intoleranz gegenüber der Auffassung anderer Personen, mussten die Tat zwangsläufig als Mord erscheinen lassen. Doch die Verteidigung setzt auf ein Gutachten, das eine Tat im Affekt feststellte und will deshalb in Revision. Nach meiner Auffassung hätte die Kammer das zugrunde legen müssen und wäre dann auch zu einem anderen Ergebnis gekommen. Was trotz allem bleibt, ist die Verwunderung über Angehörige, die die harte Strafe für einen Mann betrauern, der seine junge Schwester tötete, nur weil sie moderner leben wollte. So. Alter, ohne Scheiß, ohne Scheiß, schau mal, ohne Scheiß. Roy, beginn mal ganz am Ende, fangen wir mal ganz am Ende an. Die betrauern eine harte Strafe für einen Mann, der gemordet anstatt, hat. Anstatt die Tochter zu betrauern, die getötet worden ist. Ja. Die Mutter will sich vom Fenster stürzen, weil der Sohn 24 Jahre Haft bekommen hat, möchte sich aber nicht vom Fenster stürzen, weil der Sohn die Tochter umgebracht hat. Merkst du da was? Hallo, ich glaube, jeder sollte da was merken. Jeder Einzelne sollte da was merken, dass da Grund was verkehrt läuft. Alter, sag mal, genau. ohne Scheiß. Überhaupt nur, guck mal, du bist ja schon in der Ausführung. Ich frage mich mal ganz ehrlich, es wird ja als Ehrenmord betitelt. Wie kann es so weit kommen? Wie kann es überhaupt so weit kommen, dass eine Mutter es zulassen kann, ein Vater es zulassen kann, seine Tochter, Alter, ich bin selber Vater einer 17-jährigen Tochter. Alter, mal ganz ehrlich, das kann es doch nicht sein, Alter. Nee, geht doch nicht. Du musst halt, ich grüße dich, das Welt ist flach. Abdi, mein Freund. Das ist Abdi. Das ist Abdi. Das Problem liegt ganz sehr, sehr tiefer, sehr, sehr weit tiefer, als man glauben mag. Zum ja, Beispiel die Frau, die dir gesagt hat. Abdi, mein Friend. Bruder, guck mal. Die Frau, die wo gesagt hat, dass der Typ in seiner Heimat dafür gehängt wäre, die hat ja gemeint gehabt, in seiner Heimat wäre er dafür gehängt worden, hat ja die eine Frau gemeint. Das stimmt gar nicht. Für diese Tat in Afghanistan wäre er nicht gehängt worden. Es sind auch einfach, guck mal, RTL verbreitet hier Falschinformationen. Ich weiß, aber das ja auf so vielen Ebenen, das ist ja das Schlimme. Wenn ich richtig informiert bin, würde er sogar gefeiert werden für diese Sache, ne? Ja, für diese Sache normalerweise, meine Meinung, genau. Solche Menschen muss man direkt toten. Die machen solche Scheiße. Direkt toten, meine Meinung.
Abdi, also ich bin, ich möchte lieber sagen, ganz ehrlich, wenn Sie dann hier in Deutschland leben, dann sollte die Justiz auch richtig zuschlagen und Ja, auf aber jeden. hier ist nicht Amerika. Amerika was anderes, Deutschland was anderes. Deutschland ist Gefängnis ist wie Urlaub. Ja, du hast recht. Da muss Gefängnis auch ist Urlaub. Auch rangegangen werden. Aber Ja, es aber. ist, es geht ja, aber die Problematik geht ja schon viel früher los, Abdi. Die Problematik geht ja schon los, dass dieser Glaube, Aber. das überhaupt Guck mal, so ausgelebt werden kann. das Problematik ist so, dass Leute, die so machen mit Ehrenmord, Mehrenmord, das hat alles mit Erziehung zu tun. Erziehung. Es Ja, kommt nicht von genau. alleine, verstehst du schon? Hat mit Genau, Erziehung zu tun. natürlich, Abdi, bin ich bei dir zu 100%. Es hat mit Erziehung. Guck mal, ich bin selber Muslim. Ich bin 100% Alhamdulillah. Ich bin Muslim und ich bin auch und ich stehe auch dazu. Aber ich werde nie in meinem ganzen Leben so eine Kacke machen, so eine Scheiße. Verstehst du, Du bist meine? Moslem? Natürlich bin ich Muslim, natürlich. Wusstest du Würdest das du, warte nicht? mal, das finde ich gerade interessant. Würdest du sagen, als Moslem, ich gehe mal davon aus, dass ich mit dir offen ehrlich Warte, rede? mal. Shake, shake, bevor du loslegst. Bevor du loslegst, shake. Das Ja? ist übrigens der Grund, warum ich immer aufpasse, dass man nicht alle Moslems in einen Topf schmeißt. Natürlich Das nicht. ist, und jetzt, kannst du weiterreden. Das ist nämlich ganz wichtig, weil ich mag Abdi total gerne. Und das ist Nee. ein, menschlich ist das ein Topmann. Ich finde das wichtig, dass es Leute wie ihn gibt. Ich finde Ja. das wichtig. Jeder muss seine, guck mal, jeder muss seine Ich halte Entscheidung für sich selber ich halte treffen. ich halte nichts, ich halte nichts von Ehrenmord. Das ist eine ganz unnötige Sache. Guck mal, Meine die Sache, Meinung was ist ist da? so. Meine Ja, Meinung ist was so, denn? wenn diese gleiche Situation, wenn passiert, Beispiel jetzt. Abstand halten, fertig. Mal gucken, nach der Zeit wird alles wieder normal werden, Entwicklung anders. Aber Toten bringt nichts. Verstehst du? Töten bringt vielleicht nichts, ja, hast du recht, aber guck mal, was ich gerade sagen wollte, ist das, weil der Roy gerade gemeint hat, wegen die Leute. Guck mal, es ist auch wichtig, dass Moslems also als Moslems in ihrer Gemeinde eine Veränderung anstreben. Es gibt ja auch Leute wie Hamed Abdel Samad und denen seine ganze Familie, der ist ja auch Sohn eines Imams. Er sagt ja jetzt auch nicht, sorry. Er sagt ja jetzt auch nicht alle, wir müssen jetzt alle den Islam verlassen, etc. Er versucht, oder Nejla Kelek oder Frau Atesch, die Rechtsanwältin Frau Atesch, der wo in den Hals geschossen worden ist in Berlin, die ist ja auch Muslima weiterhin geblieben. Sie ist sogar eine Frau und Imamin. Sie ist eine weibliche Imam. Ah, ich weiß, wen du Sie meinst. Ich hat weiß, wen du eine, meinst. sie hat, genau, Seyran Atesch. Sie Ja, hat ich weiß. In Berlin eine Moschee gegründet, Ich weiß. wo Mann und Frau von derselben Tür rein können, Und Schwule. Und wo schwule sogar Lesben. sie, alle, wo sogar sie als Ja, Frau, ist richtig so. Mensch ist Mensch. Mensch ist Mensch. Und wo sie Ich konnte sogar nichts als dafür. Frau, schau Weißt du, mal, wo sie, wir können nichts warte dafür, mal mein kurz. Friend. Wenn Roy Warte mal bitte schwul ist, ganz ist kurz. schwul. Warte mal bitte ganz kurz. Abdi! Warte mal bitte ganz kurz. Wo sie als Frau sogar das Gebet leiten kann. Das Problem ist aber folgendes. Diese Frau wird dafür mit dem Leben, mit dem Tod, die wird mit dem Tod dafür bedroht, dafür, dass Ja, sie das tut. natürlich. Und Natürlich. deswegen finde ich das auch wichtig, dass solche Leute wie das Welt ist flacher da sind, die auch ehrliche Stellung dazu beziehen. Schick, Deswegen wollte schick, ich dich auch schick. fragen. Übrigens, schick, schick. Jo. Abdi selber ist Vater. Ja, normal, aber ich wollte Weißt ihn du, wie ich fragen. meine? Guck mal, Abdi, ich würde dich gerne fragen. Würdest du sagen, dass das, was da passiert ist, dass der seine Schwester umgebracht hat, dass das einfach grundlos passiert ist oder dass das was mit dem Glauben zu tun hat? Beiderseits, es gibt zwei Seiten. Welche Verstehst Seite du? gibt es denn da? Es gibt einmal diese Ehre, wo sagen, oh, meine Ehre kaputt von was Familie. Nee, das meine Und, ich gar ein, nicht. Das und meine ich eine gar nicht. Seite, eine Seite sagen Religion. Aber ich Na, sage, genau das meine ich. das ist Radikalismus, das ist ein Radikale für mich, mein Freund. Das ist Radikale. Aber findest du so einen Präzedenzfall, dass das rechtfertigt in deinem Glauben im Islam, dass es rechtfertigt so eine Tat? Nee. Nein. Ja oder nein? Nein, macht man nicht. Hast du einen Koran bei dir? Ich bin Autofahren. Denkst du, ich bin hier im Moschee jetzt? Guck mal, okay. Also, warte mal, Du, schick, schick, schick. ich wusste nicht, dass du im Auto bist, dann würde ich dir gerne vorlesen aus Warte mal, Sura schick, Yasin. schick, schick. Bitte. Ich muss noch was dazu sagen. Abdi redet mit Absicht so.
Und das nein, ist. Nein, ich rede nichts mit Absicht. So ja, Abdi, sag mal, psch, kein Mobbing jetzt hier. Ja, Abdi, Abdi, Abdi. Ich mag dich. Sauerstoffverbraucher. Du, also Schick, ne? Fühl dich auf keinen Fall von Abdi verarscht. Ne? Ich verarsche nicht, der Samuel, bist du verrückt? Ja, Abdi, ich sag das doch nur, Mann, Abdi! Guck mal, ey, wer macht Fitner, meine Freunde? Er macht einen Fitner. Auch aufpassen, der Samuel. Wir machen Fitner mit uns. Keine Fitner machen. Kein Fitner, kein Abi, kein Mobbing. Kein also, Mobbing. Du machst Mobbing also, und Fitner, halt deine Mundi! Abdi, sagst du also, dieser Fall Ehrenmord befindet sich nicht im Koran? Wenn ich ehrlich bin, ich habe das noch nicht sei ehrlich, gelesen, bitte. Das, was du meinst. Bitte sei ehrlich. Nee, musst du lesen für mich, bitte. Also du weißt nicht, dass das sich im Islam... Also ich sage so, im Koran, genau im Koran, auch in Bibel, auch in alles, steht immer drauf, wenn du eine tot in einer Mensch, du tot in ganzer ja. Welt. Ja, verstehst nein, du? Nein, guck mal, doch, diese... Doch. Nein, guck mal, nein, nein, nein. Doch. Warum? Ja, pass auf, Abdi. Und jetzt, weil Sheikh ist da wirklich sehr bewandert und hat sich mit dem Koran richtig auseinandergesetzt. Also richtig extrem auseinandergesetzt. Ich möchte. Also ist er ein Extremist? Ein Extremist oder wie? Nein, er im Gegenteil. Eine Sekunde bitte. Schau mal jetzt. Du bist Ex, ich bin Solo. Pass auf. Abdi. Ich möchte zuerst habe ich hast du jetzt sind zwei Sachen, die du geäußert hast, stehen jetzt bereits im Raum. Einmal die Aussage, wer einen Menschen tötet, so als würde er die ganze Welt getötet haben. Mancher Toten, ja, mancher Toten. Und einmal steht jetzt der Begriff der Ding Ehrenmord im Raum. Guck mal, jetzt pass auf, eine Sekunde. So, ich verstehe nicht, warum das so klein geworden ist. So. Haben du bald? Abdi, entspann dich doch mal! Musst du noch einkaufen gehen oder was? Natürlich, das auch, meine Fan. Ah, scheiße. Nee, brauchst du wieder was für deine Arbeit? Nee, ich kaufe einen Gurken für dich. Abdi, kein Mobbing, Alter! Hör jetzt auf, meine Herren! Schau, jetzt muss ich alles... Abdi, warum bin ich in deinem letzten Video eigentlich der kleine, dicke Junge? So. Jetzt. Also. Ist nicht lustig. Übrigens, Abdi, ich hab dich wieder zum Lachen gekriegt. So, Anne Schetten. So. Wie kann ich mich größer machen? Oh. Du bist groß. Du bist groß genug, Schick. Musst du bin ich jetzt noch größer? Du groß. Nein, du bleibst gleich groß jetzt. Du hast nur das Raster geändert. Okay, wenn du gut. Klein bist, musst du viel beten, damit du groß wirst. Also, zu deiner ersten Aussage, guck, wer einen Menschen tötet, so sei es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Diese Aussage, diese finden wir im Koran. Schau hier oben. Sure 5, Vers 32. Was du aber vergessen hast zu zitieren, ist der erste Satz, Abdi. Schau, was da steht. So steht, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass ein Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er Menschen am Leben erhält. Was du nicht gelesen hast, ist das hier. Ja, lies es laut vor, was kann man sonst schlecht lesen? Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben. Sprich, das, was du da gesagt hast, Abdi, gilt gar nicht für euch Muslime. Das ist ein Gesetz. Das ist vorgeschrieben an die Juden. Das steht auch im Koran so. Guck, es steht drin. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben. Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Aber guck, wie es dann direkt weitergeht. Unseren Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen. Danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. Schau jetzt weiter. Warte. Ich muss ein bisschen weiter runtergehen, weil das ist meine andere Datei. Die ist ein bisschen schief, die Datei. Schau. Weiterhin sagst du dir, pass auf,
weiterhin in Sure im Anschluss in Vers 33. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist, dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie, pass auf, das ist für sie eine Schande im Diesseits, und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Also, zum einen haben wir hier ein Vers, der nicht an die Muslime gilt, sondern an die Juden. Zum zweiten geht der Vers im Anschluss direkt mit Töten und wechselseitigen Hände und Füße abpacken weiter. Zum nächsten ist dieser Vers ein Beweis dafür, dass der Koran falsch ist. Warum? Weil guck mal, was er sagt. Mein Freund, Vorsicht, mein Freund. Aber das ist kein Koran. Aus dem folgenden Grund, pass auf, woher diese Schrift nämlich kommt. Schau, woher die Schrift ursprünglich kommt. Das ist es, wo die Schrift ursprünglich herstammt. Aus dem Jerusalem. Pass auf. Diese kommt aus dem Jerusalemer Talmud. Sanhedrin 4, 1, 22a. Pass weiter auf. Ich hoffe, du lernst was daraus. Hoffentlich. Pass auf. Ich habe das alles selber geschrieben. Die Angabe. Hör bitte zu. Die Angabe in Sure 5,32, wonach Gott gegenüber Juden diesen Befehl erteilt habe, ist inhaltlich falsch. Das beweist wieder einmal, dass die göttliche Herkunft des Korans widerlegt ist. Denn wenn der Sprechende aus islamischer Sicht Allah ist, sagt er habe den Kindern Israels etwas verordnet. Würde dies bedeuten, dass dies im Rahmen der Offenbarung der Tora gegenüber Moses getan worden wäre? Nach islamischer Sicht hat Allah den Juden die Tora durch Moses offenbart und das Evangelium durch Jesus Christus, so ähnlich in der Form, wie der Koran über Mohammed den Muslimen offenbart worden ist. Und jetzt kommt das Wichtige. Jedenfalls steht dieser Vers nicht in der Tora, sondern im Jerusalemer Talmud, im älteren der beiden. Es handelt sich um eine hebräische Weisheitsschrift und nicht um einen Gottesbefehl aus der Tora, wie dies der Autor des Korans fälschlicherweise annimmt. Verstehst du? Du musst dich entstummen. Ich habe gesagt, warst du früher Jude gewesen, Moslem? Was warst du gewesen früher? Nein. Hast du verstanden, was ich dir gerade alles gezeigt habe? Ja, aber das ist wieder was anderes. Nein, guck mal, ich glaube, du hast es nicht ganz verstanden. Allah geht im Koran davon aus, dass dies ein Befehl an Moses ist für die Tora. Aber dieser Befehl steht gar nicht in der Tora. Das kommt aus dem Talmud. Das ist wieder ein Beweis dafür, dass der Koran von Menschen geschrieben ist. Weil das wieder ein Fehler ist im Koran. Und ich kann dir hunderte Fehler im Koran zeigen. Aber wie wollen du das jetzt hundertprozentig bestätigen? Habe ich dir gerade gezeigt? Nein, warte mal, Sheikh. Da herrscht gerade ein Kommunikationsproblem. Was Abdi sagen möchte, ist, dadurch, dass du die Beweislast nicht aus dem Koran ziehst. Habe ich doch. Nein, ich meine direkt aus dem Koran, aus dem Buch. Und nicht auf Google. Warte, Sheikh. Ja, Sheikh, warte mal ganz kurz. Nein, Kommunikationsproblem, absolutes Kommunikationsproblem, Sheikh. Weil das ist etwas, mal ganz ehrlich, ich kann Abdi da sogar verstehen, er muss das anzweifeln, weil du zweifelst ja gerade den Koran an. Ja. Wenn du jetzt diese Beweislage liefern möchtest, ist das, was du sagst, ich bin bei dir. Da bin ich bei dir, Sheikh. Aber wenn du jetzt nicht den Koran rausholst und dieses, was du da eben mit diesem Satz beschrieben hast, aus der Paul-Garten-Geschichten. Dann sagt Abdi als gläubiger Moslem zu dir, weißt du was, ich will, wenn du mir das beweisen willst, dann musst du mir das aus dem Koran mit der Grundlage beweisen. Ansonsten glaube ich das nicht, weil Abdi ist Moslem.
Weißt du, wie ich meine? Okay, eine Sekunde, dann noch einmal. Noch einmal. Da stell dir vor, ich komme jetzt und ich sage dir zum Beispiel, ganz kurz, hallo. Ja, lass mich mal ausradieren. Ich komme jetzt und ich sage dir, wer ist lauter Musik? Mein Sohn, warte, ich mach leise. Stell dir vor, ich komme jetzt und ich sage dir, meine Freund, Christentum ist eine Lüge hin und her, und ich zeige dir Bildzeitung und ich lese Bildzeitung vor und ich sage dir, guck, Bildzeitung stehen drauf. Aber da ist der Bild. Ich zeige dir keine Bildzeitung. Verstehst du, mein Freund? Genau da ist der Punkt. Ich zeige dir keine Bildzeitung. Das ist Koran, was ich dir zeige. Ja, aber du hast mir von Internet gezeigt. Was? Nein, mein Freund. Schau. Das ist Sure 5:32. Nur für dich mache ich das jetzt. Nur für dich mache ich das extra auf, okay? Okay, okay. Hier. Pass auf. Sure, guck hier. Ewige Religion. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Schau hier. Sure 5:32. Hier. Lies selber. Aus diesem Grund haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, dass wenn einer jemanden tötet, und zwar nicht etwa zur Rache für jemand anderes, der von diesem getötet worden ist, oder zur Strafe für Unheil, das er auf der Erde angerichtet hat, so es so sein soll, als ob er die Menschen alle getötet hätte. Siehst du, ich lüge dich nicht an. Das ist aus dem Koran. Hier. Ich kann es dir auch aus verschiedenen Koranen zeigen. Schau, das sind alles da. Hier, von Rudi Paré übersetzt, Mohammed Ahmed Rasul und Abdasar von Zaidan. Das ist alles Koran, was ich dir zeige. Guck mal. Das ist nichts gelogen. Auch wenn du sagen, das ist so und das ist richtig. Andere Leute vielleicht machen das, aber ich werde nichts so machen. Du kannst, okay, gut, guck mal, weißt du was, vergessen wir das. Gehen wir zur Ursprungsaussage zurück. Du hast gesagt, dass sich sowas nicht im Koran befindet. Es gibt keinen Ehrenmord im Koran, hast du gesagt. Pass auf. Du, warte mal ganz kurz, shake. Bitte. Shake, das ist so doof, wie sich das anhört, aber du musst Abdi da langsam ranführen. Weißt du, wie ich meine? Das ist klar, wirklich, ich lese ihn ja deswegen nur aus dem Koran vor. Weil das ist, weil Abdi ist Moslem und sein Koran ist ihm heilig. Ja, deswegen zeigt ihn ja seinen Koran. Und wenn man jetzt beispielsweise feststellt, Moment, da steht was drinne, was wirklich fragwürdig ist, ja, dann würde man seinen Glauben anzweifeln. Ja, aber er steht in seinem Buch. Nein, ich bin ja bei dir. Also ich bin so weit in der Materie drinne, dass ich weiß, worum es geht. Es ist ja auch ein Übersetzungsproblem. Das ist ja das Schlimme. Man müsste ja erstmal überhaupt fragen, sag mal, Abdi, verstehst du eigentlich das geschriebene Wort im Koran, in der Originalfassung? Wie heißt die Sprache? Pass auf. Leute, ich bin kein Hafter. Nein, pass auf. Pass auf. Abdi, dein Empfang ist ganz schlecht. Abdi, dein Empfang. Roy, warte mal kurz. Es geht um die Aussage. Es geht um die Aussage, dass es kein. Es ging um die Aussage, dass es keinen Ehrenmord gäbe. Schau mal, da er mir nicht vertraut, habe ich extra hier oben die Links direkt eingefügt in meine Datei. Guck ja, schau hier selber oben. Da. Okay. Hier. Ist der Link zu dem Datei? Aber was haben wir? Warte, ich mach das extra jetzt für dich auf. Leider habe ich keine drei Hände. Warte. Hier, öffnen, zack. Okay. 18, Verse 74, da geht's los. Genau. Du sag mal, Shake, sag mal, wieso herrscht du? Hier, guck mal, ich sage dir, ganz kurz. Pass auf. Solche Leute muss man helfen. Bis andere helfen gehen, nicht mir und bis andere sagen gehen. Schau, was drinsteht. Du hast gesagt, ich soll es dir zeigen? Ich zeige es dir. Du hast gesagt, du wolltest es sehen. Schau, was jetzt steht hier. Sure 18, Vers 74. Zeig. Da bitte, hör zu.
So zogen sie weiter, bis sie einen Jüngling trafen. Einen Jüngling trafen, den er erschlug. Er, Moses, sagte: Hast du einen unschuldigen Menschen erschlagen, ohne dass er einen anderen erschlagen hätte? Wahrlich, du hast etwas Verabscheuliches getan. Er sagte: Habe ich dir nicht gesagt, du würdest es nimmer fertigbringen, bei mir in Geduld auszuharren? Er, Moses, sagte: Wenn ich dich nochmal nach etwas frage, so begleite mich nicht weiter. Von mir aus wärst du dann entschuldigt. Pass auf. So zogen sie weiter, bis sie beim Bewohnern eine Stadt ankamen und von ihnen Gastfreundschaft erbaten. Nun aber weigerten sie, diese zu bewirten. Dann geht's weiter. Da ist unnötig. Dann geht's hier. Hier. Hier erklärt er jetzt, warum er den Jungen umgebracht hat. Pass auf. Und was den Jüngling anbelangt, so waren seine Eltern Gläubige und wir fürchteten, er könnte Schmach durch Widersetzlichkeit und Unglauben über sie bringen. So wollten wir, dass ihr Herr auf diesem Tausch so. Abdi, mach mal dein Mikro stumm! Abdi, es rauscht alles, du bist im Wind! So wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch ein Kind gebe, das redlicher wäre als dieses eine, was er getötet hat. Bitteschön. Aus deinem Koran. Sura 18, 74 bis 81 mit der Erklärung, warum er dieses Kind umgebracht hat. Er sagt selber: Hast du gerade eine unschuldige Seele umgebracht? Ja, aber das ist ganz alt, meine Fans. Ja, das Schlimme ist, warte mal ganz kurz, warte, darauf möchte ich eingehen, Sheik, weil er hat eben was ganz Tolles gesagt. Warte, Sheik, eine Sekunde. Also, zu diesem gibt's weitere Quellen, wenn das dich interessiert, Abdi, wenn du das wirklich wissen möchtest, weiterhin mit Beweise. Aus allen euren Tafsir-Büchern. Ich bin mir sicher, du weißt, was Tafsire sind. Das kannst du, wenn du möchtest, nachlesen, die Erklärung. In allen Tafsiren, Tafsir Abbas, Jalalain, Ibn Kathir, kannst du überall nachlesen, dass das, was ich dir erzähle, kein Schwachsinn ist. Deswegen habe ich das auch alles so. Und wenn ihr wollt, kann ich auch gerne weiter drauf eingehen. Nein, aber Sheik, warte mal ganz kurz. Abdi hat eben etwas gesagt. Du hast das wahrscheinlich überhört, denke ich mal. Ja, weil ich glaube, was diese, ich tun wollte. Ja, genau. Aber diese Aussage, die er getroffen hat, die hat dabei eine große Wichtigkeit. Abdi sagte, das ist ein altes Buch. Das ist aber nicht weißt das Problem. Du? Dieses alte Buch. Nein, guck mal, Roy, du machst da gerade einen Fehler. Dieses alte Buch besitzt Gültigkeit bis ans Ende der Welt. Das ist ja das Problem. Aber nun ist Abdi ein... Pass auf. Nein, du hast mich ja nicht ausführen lassen. Du hast mich nicht ausführen lassen. Sorry. Schick. Der Punkt ist, was Abdi damit sagt, ist... Guck mal, Abdi ist ein, sagen wir mal, moderner Moslem. Abdi weiß Bescheid, dass das, was da gemacht wird, absolute Scheiße ist. Das, was da im Koran steht... Da sagt er wahrscheinlich und da pflichtet er mir wahrscheinlich auch bei, das ist totaler Rotz, das geht gar nicht, sowas macht man nicht. Aber dieses Buch ist nicht reformiert, dieses Buch ist absolut gefährlich. Es nicht reformieren. Und das kommt noch mit dazu, man darf es ja noch nicht mal reformieren. Aber das Ding dabei ist, viele wissen halt gar nicht. Die sagen nur, sie sind, weil die Eltern gesagt haben, pass mal auf, mein Junge, du bist ein Moslem, du glaubst jetzt an dieses Buch ist für dich jetzt Maß der Dinge, aber dieser Junge hat dieses Buch nie richtig gelesen, weiß nur einen Bruchteil, weiß, er kriegt nur die guten Sachen zu hören. Ich verstehe, was du damit sagen willst. Und dann ist das, warte mal ganz kurz, Sheik. Und dann ist es auf jeden Fall eine Problematik, deswegen habe ich vorhin zu dir gesagt, da muss man wirklich sanft rangehen. Nein, weil wenn du machst einen Fehler. Du machst einen Fehler, wenn du das, guck mal, es ist nicht 5:12. Es ist 30 nach 12. Aber das Problem ist, man muss aufpassen. Sheik,
Man muss aufpassen, weil wir müssen aufpassen, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren. Das mache ich doch damit gar nicht. Guck mal, du musst etwas verstehen, Roy. Indem ich den Koran zitiere, mache ich nichts. Ich ziehe niemanden über einen Kamm. Ich zitiere nur die Schrift. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und jetzt ja, nein, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich weiß. Das, was du aber nicht verstehst, ist, was... Du darfst dort keine Kompromisse machen, Roy. Ich weiß. Aber Abdi für sich macht Kompromisse. Dadurch, dass er jetzt merkt, ich mache hier Kompromisse, lebt er seinen Glauben ja eigentlich nicht richtig. Das genau heißt also... Das heißt also, du greifst für ihn selber jetzt den Glauben an. Nein, Roy. Was Leute wie er verstehen müssen, alle möglichen Leute, alle Moslems, meine ich. Ja, ich weiß, da bin ich bei dir. Was Leute wie, egal ob, ich weiß nicht, wie es Abdi aufgenommen, was diese Leute aber verstehen müssen, ist, dass die Berechtigung dazu im Koran drin steht. Und meine Güte, ey, warte, ich muss mich kurz stumm schalten. Abdi, Alter. Das Problem ist, dass man im Koran die Berechtigung dazu findet. Wenn man jetzt aber dahergeht und sagen möchte, wenn jetzt so, ich komme jetzt als Moslem dahin, ich bin jemand, der wo gutes Bedürfnis hat, sagen wir mal, der wo keine schlechten Absichten verfolgt. Ich sage, nein, du hast den Islam falsch verstanden, im Islam gibt es sowas nicht, du weißt nichts über den Islam. Wenn ich so vorgehe, dann habe ich schon bereits verloren. Warum? Ja, das stimmt. Weil morgen, übermorgen kommt irgendeiner daher, der wo sich ein bisschen besser auskennt, geht zu diesem kleinen 14-, 15-Jährigen und sagt, ey, pass mal auf, das steht hier im Koran, hier und dort. Und dieser 14-, 15-Jährige wird das dann gezeigt bekommen. Und ja, was ist das Problem? Er sucht sich dann Rat, versucht er sich Rat zu holen bei seinen Eltern, die wo es gut mit ihm gemeint haben. Und was werden die Eltern sagen können? Gar nichts, weil sie sich mit der Materie nicht auskennen. Und was passiert dann? Das Kind verfällt in eine falsche Richtung. Deswegen muss man von Anfang an direkt aufklären, ehrlich aufklären. Das kommt auch von... Ich weiß nicht, ich kann dir Videos davon zeigen, von Shake. Nein, brauchst du gar nicht mehr. Ich weiß jetzt, wie du das meinst. Und ich muss dir da leider beipflichten. So doof, wie sich das anhört. Und ich sage mit Absicht leider beipflichten, weil ich bin zu sehr in der menschlichen Ebene immer noch drin, weißt? Weil ich weiß, dass Abdi ein ganz toller Mann ist. Und ich weiß, dass er seinen Glauben lebt, aber nicht in dem Maße, wie es im Koran steht. Ich möchte dir jetzt was gleich zeigen. Red weiter, ich zeig dir gleich was. Ja, und am Ende ist es so, guck mal, Abdi lebt seinen Glauben, aber nicht in dem Maße, wie es dann im Koran steht. Also ich glaube niemals, dass Abdi beispielsweise seine Frau steinigen würde oder irgendwas. Ja, weißt du? Das behauptet ja auch niemand. Nein, das ist der Punkt, aber auch das steht ja beispielsweise im Koran. Was ist der Stein, Alter? Ich hab nicht mal Beton. So, nein, der Punkt ist, ich pflichte dir bei, so doof wie sich das anhört, dass das ganze Problem ist schon soweit, gerade auch in Deutschland vorangeschritten, weil nicht jeder denkt so wie Abdi. Und das ist ja das eigentliche Problem. Und von daher muss man wirklich an jeder Stelle dann, da bin ich voll bei dir und das ist ja auch deine Message, dass du dann aufklären möchtest. Und von daher muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich gesagt habe, führ ihn dann langsam heran, weil damit schränke ich dich ja alleine schon ein. Finde ich also von mir selbst nicht okay. Na, mich einschränken tust du damit nicht, aber du hast halt, du möchtest halt korrekt sein. Ich verstehe dich, du möchtest korrekt sein, aber es geht nicht. Nein, Roy versuchst nur zu schlimmen bei dir, Guck mal, Roy ist eine Lügner. Ich möchte was zeigen euch, okay? Abdi, kein Mobbing. Ja, ich möchte euch was zeigen. Eben hast du gesagt und du musst bei deinem Wort bleiben. Du hast eben gesagt, Abdi so und fertig. Jetzt hier Chakalaka machen. Schau mal, Abdi, da bin ich immer noch bei dir. Ich bin, also ganz ehrlich, Abdi, ich bin bei dir persönlich als Mensch. Und du weißt ganz genau, dass ich dich als Mensch ganz doll schätze und mag. Du bist eine AfD. Guck mal, Abdi, ich muss dir ganz offen ehrlich sagen, ich mag dich auch als Menschen. Ich kann dir sagen, ich mag dich auch. Abdi, ich weiß ganz genau, du bist ein guter Mann. Ich weiß ganz genau, du würdest das niemals machen. Ich mag dich auch, meine Freund. Ich mag in aller manchen. Aber mein lieber Bruder, es gibt leider ein Problem bei der ganzen Sache. Du kennst dich in deiner Religion nicht aus. Leider. Du kennst dich leider in deiner Religion nicht aus. Das ist das Problem.
Weil, guck mal, ich möchte was zeigen, okay? Kannst du mir heute kurz sagen, ob der Ton gut ist? Ja, eier mal nicht so viel rum. Du hakst immer ab und zu weg. Pass auf. Ich muss euch ganz kurz warten. Ja, so ist gut. Warte. So ist gut. Ja, Ton ja, ist ja, gut. Ton ist gut. Warte. Ich habe noch gar nicht angemacht. Warte ganz kurz. So. Jetzt kannst du mir gleich sagen, ob der Ton gut ist. Warte. Ja. So. Thank you, Bruce. Robert? Nun ja, ich hasse es, schlechte Nachrichten zu überbringen. Ton gut? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bitte zuhören, okay? Bitte hör gut zu, was er sagt. Thank you, Bruce. Robert? Nun ja, ich hasse es, schlechte Nachrichten zu überbringen, aber eigentlich ist es das, was ich die ganze Zeit mache. Fakt ist, dass die Leute mich fragen, und zwar gestern, heute und eigentlich auch an jedem anderen Tag, an dem ich spreche. Was können wir tun, um die moderaten Muslime zu ermutigen? Und ich muss euch sagen, es gibt zwar moderate Muslime, aber es gibt keinen moderaten Islam. Das ist eine unangenehme Tatsache, aber es ist eine Tatsache und ich werde es erklären. Die Leute gehen normalerweise davon aus, dass damit Muslime gemeint sind, die an andere Dinge glauben als die Dschihadisten. Dass sie nicht glauben, dass es Teil ihrer religiösen Verantwortung ist, Krieg gegen Ungläubige zu führen. Dass sie nicht glauben, dass sie Juden hassen und töten müssen. Sie glauben nicht, dass sie Frauen und Nichtmuslime unter einer muslimischen Gesellschaft unterwerfen müssen, unter einem auf Scharia-Gesetzen basierten System von Diskriminierung und Belästigung. Einen solchen Islam gibt es leider nicht. Die Leute im Westen diskutieren positiv über den Islam und sie nutzen unsere Ignoranz über den Islam aus, um die Leute zur Selbstgefälligkeit zu verleiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt eine 512-seitige Fatwa gegen Terrorismus von einem pakistanisch-islamischen Theologen namens Mohammed Tahir Okadri. Und etwa 5 bis 10 Mal am Tag schreiben mir Muslime und sagen, du sagst, der Islam ist keine Religion des Friedens. Du solltest dringend Tahir Okadri lesen. Ja, also tat ich das. Und zum Glück konnte ich durch das Wunder des Internetzeitalters an eine PDF der Fatwa kommen und sie durchsuchen. Also habe ich nach den Koranpassagen gesucht, die Muslime dazu auffordern, Gewalt auszuüben und Krieg gegen Ungläubige zu führen. Denn wenn er wirklich eine alternative Form des Islams präsentieren würde, dann wäre es nur vernünftig für ihn, diese Passagen aufzugreifen und zu erklären, warum Muslime diese Passagen in der heutigen Zeit nicht als Marschbefehle nehmen sollten. Ich suchte nach Sure 9. Nee, ich höre gerade zu, ist gerade wichtig. Du findest Sure 4, Vers 89, erschlage sie, wo immer du sie findest. Sure 2, Vers 191, töte sie, wo immer du sie findest. Sure 9, Vers 29, Leute, ich muss kurz raus. Alles klar. Ich komme von unten, ich habe einen Anruf. Alles klar, Abdi, alles klar. Also, okay, ich hoffe, Roy, du wirst irgendwann ein sehr guter Moslem. Und du auch. Abdi, Alter. Roy. Ich mag den Mann. Hör bitte weiter. Mach mal weiter, wollte ich gerade sagen. Mach mal weiter, sehr interessant. Beziehungsweise die Jizya zahlen. Was? Ja. Wo immer du sie findest. Sure 9, Vers 29, kämpft gegen Juden und Christen bis zu ihrer Unterjochung und bis sie die Steuer bzw. die Jizya zahlen. Sure 47, Vers 4, wenn du auf die Ungläubigen triffst, schlag ihnen auf den Nacken, enthaupte sie. Und das waren nur ein paar. 512 Seiten und er hat nicht einen dieser Verse erwähnt. Versteht ihr die Implikation hierdurch? Das soll ein Friedensspruch sein, dass Terrorismus falsch ist und Muslime sich nicht darauf einlassen sollen. Aber er ging auf keinen dieser Rechtfertigungsverse der Terroristen ein, die diese Verse verwenden, um zu zeigen, dass das, was sie tun, islamisch korrekt ist. Das ist kein Reform-Islam und auch kein gemäßigter Islam. Das ist eine große, aufwendige Anstrengung, um Ungläubige zu täuschen und sie ignorant zu halten, was die Bedrohung durch die Dschihadisten anbelangt. Sie können etwas nicht reformieren. Sie können ein Problem nicht beheben, ohne anzuerkennen, dass es ein Problem gibt. Verstehen Sie? Es gibt keine gemäßigten Islam. Es gibt keine Version des Islams, die nicht Krieg gegen Ungläubige und Unterwerfung lehrt. Es ist einfach so. Das bedeutet nicht, wie meine Kollegen bereits sagten, dass alle Muslime dies tun oder sogar, dass alle Muslime überhaupt mit an Bord sind. Es ist wie in der katholischen Kirche. Die katholische Kirche lehrt als Teil ihrer offiziellen Lehre des Papstes, dass Verhütung falsch ist. Dass Verhütung unmoralisch ist. Du sollst nicht verhüten. Umfrage nach Umfrage zeigt, dass 70-90% der Katholiken Verhütungsmittel verwenden. Wir legen absolut falsch damit zu sagen, dass dies bedeutet, dass die katholische Kirche nicht wirklich lehrt, dass Verhütung falsch ist, obwohl sie es lehrt.
Nur schenken die meisten Katholiken dem keine Aufmerksamkeit. Der Islam lehrt wirklich die Kriegsführung gegen Ungläubige. Viele Muslime achten nicht drauf. Das ist großartig. Aber das Problem ist, dass sie keine theologischen Fakten im Islam haben, auf die sie sich berufen können, während sie von den Dschihadis herausgefordert werden. Selbst wenn ihre Kinder von den Dschihadisten rekrutiert werden, können sie keine Antworten geben. Die Sache ist die, dass Menschen viele Einflüsse in ihrem Leben haben. Vielleicht haben sie eine Religion, aber sie haben eine andere Perspektive auf die Prioritäten als andere in ihrem Glauben. Und all diese Dinge sind kompliziert und in jedermanns Seele, Herz und Verstand. Es gibt ein breites Spektrum an Glauben, Wissen und vieles mehr. Manche Menschen sind sehr sachkundig und sehr fromm, was auch immer ihre Religion sein mag. Und manche Menschen tragen den Namen ihrer Religion, dabei ist sie ihnen egal. Oder sie wissen einfach nichts darüber oder haben mehr Interesse an etwas anderem. Das ist es, was moderate Muslime wirklich sind. Sie sind Menschen, die einfach ihr Leben leben möchten. Die meisten Muslime, mit denen sie sprechen, sind sich dessen bewusst, dass der Koran und das Beispiel des Propheten und das islamische Gesetz alle kriegerische Eroberung und Unterwerfung von Ungläubigen lehrt. Und die, die das ablehnen und sagen, das darf man nicht, das sind vielleicht 5 bis 10 Leute. Ich meine weltweit von 1,6 Milliarden. Enisa Amani und ihre Freunde vielleicht. Wenn sie über echte muslimische Reformer sprechen wollen, dann ist es genau diese Zahl. Aber wenn sie über Muslime sprechen wollen, die zu jeder Zeit die Waffen gegen uns erheben würden, dann sprechen wir von Millionen und Abermillionen von Menschen. Das Problem ist, wenn die Masken fallen und es hart auf hart kommt, werden sie auf der Seite der Muslime stehen, die Krieg führen, weil sie der Koran dazu verpflichtet. Es ist nur logisch, wenn sie sich also dem gegenüber loyal verpflichtet fühlen. Aber selbst wenn sie das nicht tun, ist es wahnsinnig und fahrlässig, unsere Außen-, Innen- und Einwanderungspolitik, quasi die Zukunft unserer Nation und das Leben unserer Kinder, auf die Idee zu begründen, dass die überwiegende Mehrheit der Muslime dies nicht tun möchte, dass sie sich nicht um Dschihad, Eroberung und Unterwerfung kümmern und dass sich irgendwie eine große Gruppe moderater Muslime erhebt, um gegen die Dschihadisten zu kämpfen und sie aufhaltet. Das ist nicht nur töricht, sondern selbstmörderisch. Thank you so much. Ja? Also Sheikh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Hast du gehört? Ja, auf jeden Fall, mit jedem einzelnen Wort. Und ich finde das, also ganz ehrlich, sowas von stark gesprochen, sowas von sachlich und mal ganz ehrlich, sehr verständlich auch. Finde ich also sehr, sehr gut. Ich hätte das nicht übersetzt, wenn ich das nicht wichtig finden würde. Schau, was er sagt. Die Leute, die wo guten Islam verbreiten, die haben keinen theologischen Background. Wenn sie kommen, von den Dschihadisten herausgefordert werden, können sie keine Antworten geben. Aber die Dschihadisten können sich trotzdem weiterhin auf den Koran berufen. Ja. Das ist das Problem. Aber das Problem ist ja dann wirklich schon, dass der eigene Glaube, der Koran selbst, nicht richtig gelehrt wird. Das ist gut. Ja, nein, das ist natürlich ist das gut in der Auswirkung, aber es ist auch schlecht in dem Sinne, dass wenn man den richtig lehren würde, dann würden mehr Leute verstehen, was das geschriebene Wort eigentlich bedeutet und was für Auswirkungen das haben würde. Kennst du Volker Pispers? Ich kann mit Gesichtern sehr gut. Kabarettist. Weißt du, was er sagt? Erzähl. Er sagt, sie wundern sich darüber, dass wir so viele Bomben unter dem Arsch gelegt bekommen. Wann fangen sie sich endlich an, darüber zu wundern, dass wir so wenig Bomben bekommen? Das ist ja das, was du gerade im Endeffekt gemeint hast. Ja, wenn genau. Buddha seine Religion richtig ausleben würde, weißt du, was hier los wäre? Das ist es eben und das ist das, was ich meine. Und am Ende ist es genau das gleiche Problem, dass wenn sie ihre Religion richtig verstehen würden und auf die menschliche Ebene gucken würden, müssten sie sagen, ach du Scheiße, an was glaube ich hier eigentlich? Das ist das Problem. Das ist das riesengroße Problem. Also ohne Ende, also Sheikh, ich muss noch mal ganz doll Danke sagen, auch an Ex-Muslime, muss ich ganz doll Danke sagen, seitdem ich euch beide kenne. Das ist also und so doof ich das anhörte, kann mir und ich würde mich auch nicht von irgendjemanden abhalten lassen, egal von welchen Leuten, weil ich habe ja schon mitgekriegt, wenn Takia betrieben wird, selbst da weiß ich ja mittlerweile, was das bedeutet. Dass man euch einfach nur versucht, euch auszubremsen, weil genau. Sie genau wissen, was ihr
am Ende macht. Ihr macht was Goldrichtiges. Und das lässt den Koran ganz schön blöde dastehen. Ja, es ist ja eigentlich nicht mein Wille, dass ich eine Religion... Ja, aber was bleibt uns denn anderes übrig? Nein, hör auf, sowas zu sagen. Natürlich ist das dein Wille. Weil es muss gemacht werden. Ey, ohne Scheiß. Und jetzt gehe ich mal in die Politik. Warte mal, Sheikh. Ich erkläre dir, wie ich das meine. Der Islam muss einfach endlich raus aus seinem Mittelalter. Der Islam muss dort endlich ja, raus. Ja, aber ich bin am Ende so doof, wie sich das anhört. Sheikh, ich lebe hier in Deutschland. Weißt du? Genau. Und da bin ich wieder auf der politischen Ebene. Und das ist ja mein Anliegen. Das ist das, warum ich mich damit beschäftige. Auf der politischen Ebene sieht es nämlich so aus, dass der beispielsweise die Grüne Partei, die überlegt, Teile der Scharia, die in Gesetzgebung, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Das ist, als wenn du die ersten Wurstscheiben von der Wurst abschneidest und danach die ganze Wurst frisst. Genau, das sind schon die Anfänge, die wo gemacht werden. Aber Sheikh, die Anfänge sind schon passiert. Die Anfänge sind schon in den 80ern passiert. Ja, und das wissen so viele nicht. Ich rede von Beschneidungen, die hunderttausendfach vollzogen wurden. Die Verstümmelung der Frau. Ich rede von Friedensrichtern, die sich anmaßen, Recht zu sprechen. Ja. Das ist, Alter, ich habe Angst um mein Land, Alter. Ich habe Angst um unser Land. Ja, solltest du auch. Ich bin auch beschnitten. Die sagen alle, ich auch. Leute, Abdi, kein Mobbing jetzt. Abdi, jetzt mal ohne Scheiß, jetzt mal ohne Mist. Hört auf, über Penisse zu sprechen. So. Abdi, ganz kurz, jetzt mal ganz ehrlich, Spaß beiseite jetzt, weil ganz ehrlich, das hat eine Wichtigkeit und mir persönlich, ja, ich bin beschnitten. Ah, Abdi, hör auf, jetzt komm. So, aber der Punkt ist, das hat eine so große Wichtigkeit, Abdi, und auch für dich und auch für deine Kinder hat das eine ganz große Wichtigkeit und das wissen wir beide ganz genau, ohne rumzudödeln, Abdi. Wir wissen beide ganz genau, was hier abgeht. Und wenn alle so funktionieren würden von den Muslimen, wie du funktionierst, dann wäre das ja kein Problem. Leider ist es nicht an dem. Und leider haben wir radikale Muslime. Und diese radikalen Muslime sorgen dafür, unter anderem, dass auch der Muslime, der einfach nur sagt, ich bin Moslem, aber sich gar nicht so richtig mit dem Koran auseinandergesetzt hat und nur einzelne Teilstücke aus dem Koran kennt, um das mal salopp auszudrücken. Ja. Die sind ja nicht das Problem. Es sind die radikalen Muslime und die ziehen alles in einen Schmutz. Und das ist das eigentliche Problem. Wenn man sich komplett mit dem Koran auseinandersetzt und das alles versteht, was da geschrieben wird, was das in der Auswirkung bedeutet, will das niemand hier in Deutschland für unser Land haben, nicht im Ansatz. Wenn man aber dann darüber nachdenkt, dass wir eigentlich schon indirekt unterwandert wurden und das kein Schwein bemerkt, das ist eben der Punkt. Und ich muss dir auch beipflichten, du sagst immer, einige Teile von Europa sind schon unterwandert. Ich drücke mich da ganz anders aus. Nee, aber das war nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, einige Teile Europas sind verloren. Aber ich rede, pass auf, aber Sheikh. Weitere Teile Europas werden auf jeden Fall... Aber Sheikh, ich rede jetzt wirklich als deutscher Bürger, weißt du? Und als deutscher Bürger sage ich, einige Teile Deutschlands sind schon unterwandert. Sind schon verloren. Und wenn wir nicht langsam verstehen, deswegen danke ich dir von Herzen, dass du auch dem Ex-Muslim, danke ich von Herzen, dass ihr diese Arbeit überhaupt macht. Ich verstehe genau diese Hilflosigkeit, weil ihr genau wisst, worüber ihr redet. Diese Hilflosigkeit sehe ich auf meiner politischen Ebene ja auch, weißt, wenn es um Deutschland geht. Und ich setze mich damit auseinander und alle hören zu. Alle denken, sich eine Meinung bilden zu können. Aber unternehmen tut kein Schwein was. Das sind die wenigsten, die wirklich was unternehmen. Und mal ganz ehrlich, man muss ja auch mal ehrlich sein, Sheikh. Das, was du da machst, ist ja auch gefährlich. Natürlich. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt.
Das wissen ja auch so viele nicht. Weil in diesem ach so tollen Glauben ist, zählst du als Hetze. Weil du die Wahrheit sagst. Und ich zähle als Hetze einfach nur, weil ich zitiere. Weil du die Wahrheit sagst, nichts anderes. Nur weil ich zitiere. Nur weil ich zitiere. Im Endeffekt zitiere ich nur. Ich zitiere nur Schriften. Und das wird als Hetze aufgefasst. Also Sheikh, ich muss dir das ganz ehrlich sagen, bitte tu mir den Gefallen. Ich habe da höchst Achtung vor Ex-Muslimer. Da habe ich eine Hochachtung vor. Aber wir sehen, wie weit es führen kann. Er hat ja schon Auswirkungen. Also von daher zeig bitte niemals dein Gesicht und sag niemals deinen Namen. Und sag noch nicht mal, wo du herkommst. Ich werd sowieso mein Gesicht zeigen, sobald ich fertig bin. Ich lasse in Ruhe mein Studium zu Ende bringen. Danach werde ich sowieso mein Gesicht zeigen. Ich würde es nicht machen, Sheikh. doch, ich muss mein Gesicht zeigen. Warum? Ich habe keine Angst. Ich will nur einfach mal in Ruhe mein Studium zu Ende bringen. Aber trotzdem, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Hochachtung vor deiner Person. Hochachtung. Ich werde sowieso in die Öffentlichkeitsarbeit wechseln. Also ich kann mein Gesicht nicht verbergen. Ich werde sowieso in die Öffentlichkeitsarbeit wechseln. Weil du genau weißt, was los ist, ne? Ich muss in diese Richtung was machen. Ja, ich weiß, ich sehe es ja. Ich sehe es. Wieso wird eigentlich mir kein deutscher Pass verliehen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Wie lange lebst du hier? Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Ja, dann solltest du tätig werden. Dann solltest du einfach tätig werden. Nee, mir wird keiner gewährt. Was, mit welcher Begründung? Keine Ahnung. Sagen wir einfach, ich sage, hallo, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Dann musst du ganz ehrlich, erste, zweite, dritte Generation? Ja, dritte. Ja, Sheikh, so doof wie sich das anhört, dann ist da irgendwie ein Problem aufgetaucht, wovon du jetzt leider betroffen bist. Und du solltest dir da einen Anwalt nehmen. Ich weiß nicht, vielleicht haben die irgendwie... Sheikh, ganz ehrlich, weiß nicht, ist scheißegal. Nimm dir einen Anwalt, beschreib die Problematik und sorg dafür, weil ganz ehrlich, wenn du nicht deutsch bist, dann weiß ich nicht, wer deutsch sein soll. Ich glaube, die möchten einfach jemanden wie mich nicht eindeutschen. Sheikh, geh zum Anwalt und fordere dein Recht. Bei dir ist irgendwie, und das muss man mal ganz ehrlich sagen, unser System hat Lücken. Und sie nutzen das aus. Auch das siehst du ja auf politischer Ebene, weißt du? Ja. Und von daher, alter Sheikh, ohne Scheiß, wenn du hier geboren bist, dann steht dir der deutsche Pass zu. Das ist einfach so. Ich verstehe nicht, warum du ihn nicht schon bei Geburt bekommen hast, mal unabhängig davon. Aber Fakt ist eins, die Grundlage dessen, dass man ihn dir verwehrt, die ist nicht haltbar. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher geh ganz einfach den Rechtsweg und kämpf auch auf dieser Ebene für dein Recht, weil es ist dein Recht. Mach ich doch schon. Ja, dann ist doch gut. Mach ich doch schon. Ich brauche dafür keinen Anwalt. Ich krieg es selber auch nicht. Na, schick, wunderbar, aber ganz ehrlich, Hilfe ist manchmal an manchen Stellen eine gute Sache. Ja, gut, okay, aber so, keine Ahnung, ich habe so viel studiert, weißt du, was ich meine? Recht ist eins meiner Lieblingsfächer schon immer gewesen, in Recht bin ich wirklich sehr, sehr gut. Da brauche ich nicht viel Vorbereitung oder so, ich könnte mich auch jederzeit selbst verteidigen vor Gericht. Also, das ist nicht das Problem. Ja, aber von der Sache her, Selbst ein Anwalt, ein praktizierender Anwalt, ne, kennt sich im Recht nicht auswendig aus. Ja, aber ich muss ja nicht alles wissen. Nee, du musst nur wissen, wo es steht. In meinem Fall sind ja nur ein paar Paragraphen. Und die kann ich ja alle selber Dinge recherchieren. Das mache ich innerhalb eines Tages. Ja, dann sieh zu, dann mach Lack. Dann mach Lack, mein Freund. Ich habe schon längst immer getan. Ich warte nur auf meinen Termin. Alles klar. Ich habe am 6. den Termin, dass ich da nochmal. Damit schlage ich mich seit 3 Monaten mittlerweile rum. Ja, glaube ich dir. Ja, oh Mann, Alter, ich finde das so kacke. Sheikh, das nächste Mal, ne? Wenn du so ein. Deswegen.
Nee, schick, warte mal. Ja, Mann, Alter, ich bin bei dir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber schick, ich finde dein gesprochenes Wort. Guck mal, Ex-Muslimer, der hat seine Community schon aufgebaut. Und dein Wort, auch dein Wort, muss gehört werden. Weil nee, es kann nicht genug von euch geben. Das ist einfach so. Und von daher möchte ich unbedingt, dass du dieses hier, dieses System hier verstehst auf TikTok. Das, um das hier auch nutzen zu können. Das nächste Mal, wenn du in den ersten 10 Minuten keine 5K hast, gehst du raus und fängst von vorne an. Das wusste ich nicht, das habe ich vorhin zum ersten Mal gehört. Ja, das, der Algorithmus funktioniert, wie der Algorithmus funktioniert, Schick. Mir hat vorhin jemand, der wo einfach in meinen Stream reingekommen ist, hat er mir, danke an ihn, falls er immer noch da ist, hat er mir erstmal gezeigt, wie ich ein Hintergrundbild machen kann und so. Ich habe das vorhin gelernt, wie ich einen Hintergrund. Shake, es sei dir verziehen, es ist dein erster Live. Man lernt am Ende immer dazu. Es ist einfach so. Aber pass auf, Shake, pass auf. Ganz, ganz kurze, schnelle Zusammenfassung. Du weißt ja, also ich weiß, wovon ich rede. Du siehst ja meine Lives selbst auch. Jojo. So. Und ich bin momentan bei einer Durchlaufzahl von, also unter 40.000 bin ich noch nie aus dem Live rausgegangen. Ja. Weißt? So, und ich bediene zu 100% den Algorithmus. Nein. Ja, das stimmt. Oh doch, Abdi, wir wissen beide ganz genau, was wir machen. Wir beide haben schon gematcht, mein Freund, du hast verloren und du bist AfD-Wähler. Ich habe es auf meiner Seite. Ich habe es auf meiner Seite. Abdi sagt, AfD ist beste Partei. Abdi sagt, er wählt AfD. Abdi ist beste Partei. Wer hat zugegeben, dass er eine Trans ist, du oder ich? Das habe ich zugegeben. Ich stehe auch zu meinem Wort. Ich stehe zu meinem Wort, Abdi. Wer hat zugegeben, Abdi, dass er AfD wählt und AfD beste Partei ist? Wer hat das gemacht, Abdi? Das war eine Matsch, sonst nichts. Ah, Abdi, wer hat es zugegeben? Hat nichts mit Zugeben zu tun, meine Freund. Es war eine Matsch gewesen. Ja, ich sage ja auch, es war ein Matsch. Ich sage ja, auch, ja. Wegen einem Matsch habe ich gesagt, ich bin eine Transe. Gut, mein Freund. meine Freunde. Aber warte mal ganz kurz, Schick. Schick, warte mal ganz kurz. Ich muss gleich wirklich rausgehen, weil wir müssen einkaufen gehen. Ja, alles gut. Ich habe auch noch ein bisschen was zu tun. Also warte mal ganz kurz, Schick, damit du das System hier besser verstehst. Lass uns mal eine schnelle, kurze Zusammenfassung machen. Das nächste Mal, wenn du anfängst, live zu gehen, animierst du die paar Zuschauer, die du am Anfang hast, sofort zum Liken. Du brauchst die 5000K. Die brauchst du, um auf die For You zu kommen. 10K. Nein, Abdi, es geht abgeschwächt los. Warte, pass auf, ich bin noch nicht fertig, Abdi, warte kurz. Wenn du auf die For You kommst mit 5K, dann bist du nur abgeschwächt drauf. Das heißt, du wirst ab und zu mal angezeigt. Okay, ganz kurz, Roy. Ich hatte letztes Mal, ich habe 700 Leaks gehabt und ich hatte 600 Zuschauer. Ja, aber Abdi, du hast deine Community. Du hast deine Community schon gebildet. Du hast 12K Follower oder weiß ich wie viel. Ja, das andere Account, wegen dir gesperrt. Nicht wegen mir, das war doch nicht wegen mir, Abdi, auch so einen Scheiß zu erzählen. Das war wegen dir gewesen. Nein, das war nicht wegen mir gewesen. Nein, Abdi, kein Mobbing. So, aber warte mal ganz kurz, Abdi. Ich hätte einfach nur einen Wunsch, Abdi, guck mal, ja. Ich habe dir vorhin schon gesagt, ich mag dich als Mensch wirklich, du bist auch hundertprozentig ein guter Mensch. Bitte, diese Themen, wo ich dir gesagt habe, es ist wirklich nicht gelogen und du würdest wirklich Gutes tun, wenn du das, was ich gesagt habe, nicht einfach so links rein, rechts raus machst, sondern wenn du das vielleicht auch selber mal nachliest. Mein Freund, es geht ja auch irgendwo, ich lebe mein Leben. Ja gut, okay, dann meine Mission ist ja ein bisschen eine andere, so, weißt, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich. Ich lebe mein Leben, ich lebe meine Welt aus der flachen Welt und alles andere, mir alles wurschti. Mir geht's nur darum, dass die Leute ihre Seelen in Sicherheit bringen. Mir geht's nur darum. Ganz genau, dass er Leute schreiben, Nussknacken. Dass er Welt ist flach, nicht rund, keine Probatanga-Fabriken. Ganz genau, mein Freund. Nein, aber Schick, ganz schnell, weil du musst gleich los. Ne? Du musst gleich los. Abdi, jetzt hör mal auf, kurz dazwischen zu sabbeln, mein lieber Freund. Ich möchte unbedingt, dass Shake hier auch ein bisschen Reichweite regeneriert. Und wir beide haben am Ende das System verstanden, Abdi. Aber Shake ist heute in seinem ersten Live. Von daher lass uns ihm mal ein bisschen helfen. Erste Live, da musst du deinen Account löschen, mein Freund. Das wäre wahrscheinlich das Beste für viele.
Du, pass auf, Schick. Folgendermaßen. In den ersten 10 Minuten, 5K brauchst du, das ist wichtig. Dann kommst du abgeschwächt auf die For You. Dann geht es in 5er Schritten weiter. Ab 10K bist du im vollen Umfang auf der For You. Du musst aber auch auf der For You bleiben. Dafür brauchst du weitere Likes regenerieren. Wenn du beispielsweise nach einer halben Stunde nicht mindestens 20K hast, dann ist der Live gestorben, sagt man dazu. Okay. Dann hast du eine Blockade, mein Freund, eine Blockade. Du hast ein Stoppschild dann, mein Freund. Genau, also, ich weiß nicht, was du sagst. Du wirst im Endeffekt alle 10 Minuten mindestens 10.000 Likes. Du hast nachher eine Umleitung, verstehen du, was ich meine? Das heißt, du hast keine Reichweite. Genau, und wenn du erst, das ist aber erst, du musst das so lange machen, bis du deine Community aufgebaut hast. Wenn du deine Community aufgebaut hast, dann gehst du rein in ein Live und du hast auf Schlag 100 Leute. Ja, wahrscheinlich schon, wenn man so breit in den Jahr nochmal. Nein, das ist, guck mal, du wirst. Wenn ich reingehe, mein Freund, wenn ich live gehe zum Beispiel, mein Freund, ich habe direkt 100, 200, 300 Leute, direkt, wenn ich reingehe. Genau, so haben wir es. Aber mit anderen Account, wegen neu gesperrt. Hör auf, sonst ich war das nicht, du hör mal auf, jetzt, das ist Mobbing, Abdi, Mobbing. Roy, jemand hat mir Fotos geschickt von deiner Chat, wo alle Leute schrieben, Ali soll nach Hause gehen, zum Beispiel, haben mich gemeldet. Das ist nicht dein, aber Abdi, ich habe dir schon mal gesagt, ich kann nichts dafür, wer bei mir reinkommt. Und ich habe gesagt, bei mir hast du Narrenfreiheit. Du darfst schreiben, was du willst. Deswegen dreimal blockiert. Leute, ich danke euch auf jeden Fall. Ich komme immer gerne in eure Lives auch rein. Das Welt ist flach, finde ich lustig. Ich habe dich auf jeden Fall abonniert. Ja, muss andere Account anrufen. Das ist nur für Reden, Herr Sier. Ja, ich folge dir auch auf deinem anderen Account. Ab na, guck mal, ich danke dir, dass du mir versucht hast, einige Sachen zu erklären. Da sind aber noch mehr, Schick, wir müssen uns da nochmal unterhalten. Da sind noch viele andere Sachen, die du berücksichtigen musst. Das machen wir auf jeden Fall, aber jetzt möchte ich langsam echt mal raus. Richtig so, genießt die Sonne. Guck mal, Abdi macht das schon, der ist fertig mit seinem Einkauf, der haut sich gleich eine Gurke im Hals. Abdi, nicht in Popo schieben die Gurke. Ich habe mein Auto sauber gemacht. Ach komm, hör auf, das ist doch immer dreckig. Ich wünsche euch einen schönen Tag, okay? Schick, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Abdi, wir sehen uns, mein Freund. Hau rein, Junge. Und Abdi, kein Mobbing. Ich will nicht der kleine, dicke Junge sein. Findet Abdi. Ciao, ciao.